Weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir suchen immer noch so ein Schiff, um die Princess aufzuspüren. Wir wollen immer noch diesen Robert haben, ey. Robert, ja. Hey Vane, wart mal auf mich. Backbord, menschliches Treibgut auf Kurs. Scheint noch zu leben. Wart halt mal, Vane. Treff die Top- und Bramsegel! Treffen, Männer! Bramsegel einholen! Den Sandtop-Segel wohl in klarieren! Nu? Soll ich einfach mal dieses Schiff da angreifen? Feuer! Grüß Gott! Das Sklavenschiff flieht! Dieser Narr! Ich bringe uns ran! Dieser Narr? Ich hab's doch angegriffen. Feuer! Hey, guter Treffer könnte sie Feuer! Landen. Bereit zu schießen, Captain! Alter, wieso dieser Narr? Ich hab's angegriffen. Feuer! Setzt jeden Zoll Segel! Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Feuer! Der Captain Vane. Der schießt wirklich mit allem, was er hat. Der versenkt es, wenn er nicht aufpasst. Wir gehen näher ran. Feuer! Ja, komm schon! Feuer! So fackelt sie in ein Wrack! Feuer! Der Wind ist eine steife Brise, Captain. Feuer! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Vane treibt nur noch. Ich bringe uns nah ran. Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Alles klar, abdrehen! Finde diese Bastarde, Captain Way. Ich bring die Kerle um, die mein Schiff versenken. Bleib ruhig, Freund. Denk daran, was wir vorhaben. Richtig abgepasst? Können wir das Fort zu unserem Vorteil nutzen? Was soll ein Schrammsporn? Oh, ich soll mit dem Schrammsporn da drauf hauen. Okay, kann ich machen. Mehr Segel! Gebt mir mehr Segel! Kann ich machen. Komm her, du. Halte Abstand und benutze den Mörser! Nö. Hinter mir sie jetzt! Zieht sie in die Hölle, Jungs! Wir gehen rüber, such den Captain! Kommt nur her, ihr Rabauken, ihr stinkenden Kopfläuse! Kanonen und Stahl sind lauter als Stock und Spuckewein. Ich habe einfach die Schnauze voll. Such jetzt den Captain! Hey, das hasse ich wirklich. Wenn er mir meinen Flocken nicht gibt. So, den Captain will ich noch umbringen. Ich mag den Captain nicht. Der Captain sagt, die Princess läuft alle paar Monate Kingston an.
Also gut. Wir setzen Kurs. Meine Takelage hängt in Fetzen, ihr Hurensöhne. Ihr schuldet mir was. Verdammt, Fang! Oh, Charles, teuflischer Hund. Leg dich nicht mit mir an, Charles. Oh, aber ich möchte mich mit dir anlegen. Die Jungs und ich hielten einen Kriegsrat ab. Während ihr hier eure Zeit vergeudet, sagten sie, ich wäre ein besserer Captain als ihr hellen Hunde. Ich schneid dir ein paar neue Löcher, Verräter! Dir verkaufe ich dir einen Zehner in Kingston. Doch bei euch zwei Saufnasen darf ich kein Risiko eingehen. Das wirst du bereuen, Rackham. Ich bereue eh schon zu viel. Haltet sie fest. Werf sie raus. Junge, du bist der Nächste auf meiner Abschlussliste. Du bist eben der Nächste auf meiner Abschlussliste geworden. Ich krieg dich, Jack Rackham. Ich schneid dich auf, reiß dir das Gedärm aus und bespann meine Laute damit. Lass das verdammte Geheule weinen. Das hilft uns gar nicht. Sieh an. Der berüchtigte Edward Kenway spricht, hä? Verrat uns, Captain, was tut in dieser misslichen Lage? Was schlägt unser Meisterhirn vor, wie wir ein Schiff ohne Segel und Ruder steuern? Halt dein Maul! Oh je. Die Lage sieht nicht gut aus. Und ich will dem Typ ganz so dezent meine Klinge in den Hals rammen. Zum Rackham. Dezent meine Klinge in seinen Hals. Bleib schön ruhig. Ich nehme mir die Austern, die du hortest. Du Memme! Hier gibt es genug zu essen, wenn du nur die Augen öffnen würdest. Meine Augen sind auf. Und was zum Essen habe ich auch. Nein, lauf mir nicht hinterher. Hörst du mich? Brauchst mich nicht zu suchen. Der Typ ist wahnsinnig. Das ist schon wahnsinnig geworden. Und wo zur Hölle bin ich? Ah, jetzt bin ich auf der Insel! Jetzt bin ich endlich auf meiner Insel hier! Wuppi, ich bin endlich auf der Insel! Ich bin endlich auf meiner Insel angekommen. Wenn auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich hatte recht, dass es was mit, dass es Story bedingt ist. Ich hätte nur gewusst hatte, wie Story bedingt, ey. So, erstmal wieder Geld verdienen. Nummer 2. Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Haben wir jetzt alle? Alle Flaschen? Gucken.
Was habe ich denn überhaupt alles dabei? Ich habe noch meine Schatzkarte von hier. Gucken. Das ist ein Wrack. Mal gucken, also Wrack. Dann das dieser Stein. Zwischen diesem Stein und einem Spitzenstein. Könnte hier irgendwo sein. Könnte irgendwo sein. Ist hier irgendwo. Yay! Ich nehme einen nicht vorhandenen Säbel, um diese Kiste aufzubrechen. Ich breche eine Kiste mit einem nicht vorhandenen Säbel auf. Ich bin so gut. Ich breche eine Kiste mit einem nicht vorhandenen Säbel auf. Wo gehe ich am besten lang? Das ist die Frage. Ich glaube, ich muss da hoch. Also da auf den Stein und so und weiter oben und so, aber ich... So, was sagt mir die Karte irgendwie, wie ich da hinkomme zu Vayne? Nicht wirklich. Oder ich nehme einfach diesen Weg hier. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf des Königs Wohl und in ewig Frieden. Auf Reichtum und Ruhm auf dieses Lied. Komm, lasst uns trinken, solang das Herz schlägt. Denn es trinket sich schwer, wenn es uns nicht mehr trägt. Und wer nicht mit uns diesen Prosit teilt, drunten bei den Toten, drunten bei den Toten, drunten, drunten, drunten bei den Toten, bald er verweilt. Kann ich Pfeile herstellen? Ha! Kann ich einschläfern, Junge. Ich hab zwar kein... Ja, ich hab kein Blaser, aber ich kann sie trotzdem auswählen. Finde ich auch gut. Ich hab kein Blaser, aber ich kann die Pfeile auswählen. Momentchen mal, irgendwie muss ich da hochkommen. Ja, wie soll ich da hochkommen? Ihr habt euch das vorgestellt, dass ich da hinkomme. Ah. Hier geht's lang. I see. Ich sehe. Ugh.
Anfangs mit den Fischern und ihren Booten, Kenway. Diese Insel gehört mir. Komm nur her und ich köpf dich, Bastard. Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway. Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre. Wirst du nun mit mir reden, Wein? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja. Es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will ja nichts tun, du Kasper. Nun lass uns das klären wie Gentlemen. Ja, ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew gestohlen. Also das kannst du jetzt nun wirklich nicht anhängen mit der Crew. Dafür kann er jetzt wirklich nichts. Ernsthaft, ey, dafür kann Edward jetzt nun wirklich nicht. Ah, noch ein Maya-Schlüsselstab. Ich komme, Wayne. Ich komme dich zu holen und so. Wayne! Oh. Stell dich, Mann! Mann, ist das ein Feigling. Eine Verherrschung. Mir fehlen ja noch 2 Monturen oder so. Wo fehlen mir auch noch? Hier, genau, Jägermontur. Roter Brüllaffenpelz. Der soll ja, glaube ich, hier sein, der rote Brüllaffe. Der ist voll der Brüller, ey. Wie schnell der Tönes verrückt geworden ist, ey. So lange können wir doch noch gar nicht hier sein. Der Tönes ist schon total loco. Was war das denn? Klang wie so ein Schuss. Warum war da ein Schuss? Ich sagte, komm mir nicht nach! Gott, du hast den Verstand verloren! Ist ein fairer Tausch, dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch. Dich. Okay, das hat jetzt, das fehlt jetzt irgendwie. Ugh. Wow. Komm vor mir. Holy. Nicht tot? Hier! One hit KO, ey. Oh ja, two hit. Ey! Ja, hab ich auch irgendwie das Gefühl. Ist nicht uncool. Aber wenn wir uns wirklich nicht verstecken können, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.